Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tla und heute bin ich mal wieder für euch in Warlords of Draenor unterwegs, denn ich wollte euch wieder so einen kleinen Mount Guard präsentieren, aber heute handelt es sich nicht um einen Solo Mount Guard, sondern um leider einen ganz normalen Mount Guard, denn wir erspielen uns heute Mounts, die dementsprechend nicht alleine erspielbar sind, und zwar handelt es sich hier um Mounts, die wir durch PvP kriegen, beziehungsweise um genauer zu sein, über Arena beziehungsweise RBG. Und hier haben wir auch schon einen Händler, der uns diese Mounts verkauft. Ihr seht schon, alle brauchen die gleiche Währung, hier diesen schrecklichen Sattel. Und diesen erhalten wir über verschiedene Tiefen. Aber bevor wir das machen, schauen wir uns erstmal an, was er uns denn hier anbietet. Einmal haben wir einen Kriegssäbler, dann haben wir einen Kriegswitter, dann haben wir einen Kriegsroboschreiter oder Roboschreite, um den Singular richtig zu nennen. Und dann haben wir noch ein Schlachtross, das ihr bestimmt auch von meinem Channel-Bild schon einigermaßen bekannt vorkommen dürfte. Und ja, jetzt schauen wir mal an, wo wir diesen Sattel herkriegen, denn wir brauchen insgesamt 4 Sättel. Diese Sättel bekommen wir von einem Achievement, das es jede Season gibt. Und zwar müssen wir dann in der jeweiligen Season 100 gewertete Arena-Spiele im 3 vs. 3 oder 40 RBGs gewinnen. Auf eine ganze Season gesehen, die teilweise, ja, gut, eine Season bei Blizzard ist ja durchaus variabel, aber 3 Monate geht sie, glaube ich, immer bis zu, keine Ahnung, manche Season waren, glaube ich, schon ein halbes Jahr lang oder länger, also von dem her, man hat da schon Zeit und 100 Wins oder 40 RBG-Wins dürften in der Season schon drin sein, wenn man einigermaßen aktiv PvP spielt. Ja, dann bekommt ihr mal einen Sattel, das Achievement könnt ihr leider nur einmal pro Season spielen, aber ihr könnt es mit verschiedenen Charakteren spielen und theoretisch mit 3, 4 Charakteren in der Season diese Achievement spielen und dann habt ihr mehrere Sättel. Die Sättel sind zwar seelengebunden, aber als wir gucken, die Mounts sind es nicht, denn sie sind Account, also Battle.net-Account gebunden, heißt ihr könnt woanders hinschicken. Warum ist diese Aussage jetzt wichtig? Ihr sagt ja eh, ist ja egal mit welchem ich es lerne, habt ihr eh mit allen Schaffs. Ist leider bei PvP-Mounts nicht der Fall. Also sprich, bei den Gladi-Mounts und bei diesen Mounts ist es so, dass ihr die nur auf dem Char habt. Und zwar, zum Beispiel habe ich jetzt hier auf dem Char, ja, nicht Achievements, sondern hier wollen wir hin, auf dem Char habe ich jetzt 360 Reittiere. Wenn ich jetzt auf den Twink locke, der auch Druid ist, also sprich, keine Klassen-Mounts hat, dann hat der weniger, ich glaube sogar nur 356, weil ich halt einfach ein paar PvP Mounts hat. Ne? Alle anderen Mounts werden geshared, nur wirklich diese 4 plus die ja, anderen PvP-Mounts, also Gladi-Mounts zum Beispiel und solche Geschichten. Ja, so viel dazu. Jetzt gibt es noch eine andere Möglichkeit und zwar, ihr seht hier ist zum Beispiel Warlords of Draenor Season 3. Für die Season 2 gab es das halt auch schon, für die Seasons davor dementsprechend. Jetzt scroll ich gerade mal runter, wo haben wir es zum Beispiel? Hier haben wir Season 2. Da gab es dementsprechend, gab es halt auch falsches Achievement, sorry. Hier bei Season 2 hat man auch schon einen Sattel gekriegt und so weiter. Da habe ich mir, glaube ich, den Widder gekauft. Ja. Jetzt habe ich hier noch einen Sattel ausstehen. Da werde ich mir. Nee, ich habe mir die Roboschreite gekauft. Der Widder ist nur ausstehen. Ich würde sagen, den kaufen wir jetzt gleich mal. Den werden wir halt auch gleich lernen. So, eine kleine Note am Rande. Ich habe zeitgleich auch ein Video jetzt gemacht, wo es so ein. Ich würde es jetzt mal Bug nennen. Andere können es Trick nennen. Je nachdem, dass man mit 2 Battle.net-Accounts gleichzeitig online ist, mit einem das Achievement macht, bekommt man dann 2 Sättel. Kann den vielleicht der eine oder andere noch brauchen. Ich habe jetzt 2 Sättel und brauche den zweiten nicht, weil ich ja eigentlich hier die jetzt alle habe und den nur den einen gebraucht habe. Aber vielleicht ist es für den einen oder anderen was. Eine genauere Erklärung seht ihr dementsprechend noch. Dann in dem anderen Video werde ich euch nochmal verlinken. Das lernen wir jetzt mal. So, dann gehen wir jetzt hier nochmal in die Achievements. Und zwar gibt es hier im RBG auch andere. Nee, das nicht, das brauche ich. Andere Achievements, wo wir dementsprechend auch so einen Sattel kriegen. Und zwar haben wir hier Achievements, wo wir 75 RBGs gewinnen müssen, 150, 300. Also sprich, es gibt hier 3 Achievements. Und für diese 3, warum ist denn das Unterachievement im Hauptachievement drin? Ist das immer so? Gut, sei es drum, ist jetzt für das Video nicht wichtig. Und zwar ist es hier so, dass wir für jedes Achievement, also das ist übrigens nicht auf eine Season gebunden, das sind insgesamt die Wins. Ich habe das schon 2014 gemacht, beziehungsweise, schauen wir mal, das war sogar schon 2011 war eigentlich meine RBG-Dings und ich habe die letzten paar Siege, habe ich dann 2014 noch gemacht, weil das Achievement rumgebackt hat. Da habe ich ewig oft Tickets geschrieben. Aber gut, es ist auch wieder ein anderes Thema. Und zwar bekommt man für jedes von diesen Achievements jeweils einen Mount. Und zwar dieses hier. Also das Schlachtross, das ihr dann auch auf meinem Kanalbild seht.
Und ja, ihr lernt halt einfach eins mit einem Hauptchar und dementsprechend könnt ihr dann, wenn ihr alle drei Achievements macht, das noch weiterschicken, um ja irgendeinem Twink diese Mounts auch zu geben, wenn ihr dann mit den Twinks auf diesem Mount rumreiten möchtet. Wichtig ist halt diese Information noch nicht, dass ihr jetzt hergeht und eure Arena-Wins macht und euch als erstes das Mount kauft, weil das kriegt ihr über RBG sowieso nochmal zusätzlich. Also würde ich euch raten, halt ein anderes, also eins von den anderen zu kaufen, sonst ja habt das halt doppelt und das bringt euch dementsprechend relativ wenig. So, ich würde sagen, wir schauen jetzt die Mounts an und zwar sind das alles erstmal diese Rubbelschreite. Jetzt habe ich 161 Mount. Huhu. Blenden wir mal ein bisschen aus und scrollen mal ein bisschen näher ran, dass wir die auch in der vollen Pracht uns betrachten können. Und zwar, also, ich bin jetzt nicht so der Robo-Schreiter-Fan, aber ich muss sagen, diese PvP-Mounts, die sehen schon immer relativ cool aus. Die haben meistens hier so diese Allianzflagge oben drauf und für eine Robo-Schreiter sieht das Teil eigentlich recht nice aus, muss ich echt sagen. Aber die sind eh immer relativ detailreich, diese PvP-Mounts. So, das ist die Robo-Schreiter, das erste. Eigentlich ein schickes Teil. Also Robo-Schreiter nicht mein Fall, aber das ist schon nicht schlecht. So, und das andere waren, glaube ich, na, wie hießen denn die anderen Mounts? Boshaft, also ich dachte jetzt Bösartiges. Boshaft. Genau, hier haben wir die anderen drei. Und zwar fangen wir da mal mit dem Tiger an. Ach, nein, ich möchte das Ding ausblenden. Es halt auch, man sieht halt, dass es halt ziemlich detailreich ist. Wenn man jetzt die alten Tiger da im Vergleich daneben stellt, kommen die natürlich bei weitem nicht an. Das finde ich halt in diesen Mounts recht nice. Das sind halt teilweise alte Grundmodels, aber halt mit viel mehr Details da sehen, was halt um einiges mehr hermacht. Also der sieht halt auch richtig nice eigentlich aus. So, und die Mounts, die sieht man eigentlich relativ selten, muss ich sagen. Gut, jetzt schauen wir diesen Widder an. Den habe ich mir jetzt eben gekauft. Also wenn's. Was? Das ist eins von diesen PvP-Mounts. Die anderen sehen echt gut aus, aber da muss ich sagen, der hat ja nicht mal so eine Flagge. Der sieht richtig cool. Also, er sieht auch besser als die normalen Widder aus, ne? Aber, weiß ich nicht. So finde ich ihn ziemlich crappig. Also, der hat jetzt nichts Besonderes, muss ich sagen. Der hätte ein bisschen mehr Stacheln-Armor oder irgendwas. Naja, gut. Ein Mount mehr, würde ich jetzt mal sagen. So, und dann gucken wir noch das letzte aus. Und ja, da brauche ich jetzt eigentlich nicht sagen, das finde ich schon relativ nice. Als ich das früher mir gespielt habe, passt halt auch gut zu dem Transmog, was ich den Druid mir zusammengebastelt habe hier. Also, das ist ein recht schickes Mount. Also, vor allem für ein Pferd mit den Stacheln und so, finde ich eine sehr schöne Sache. Aber das ist halt wieder Geschmackssache. Hier sind ein paar Köpfe drauf von dem Goblin. Ich nehme an, das eine ist ein Untot. Hier haben wir noch einen Ork mit. Also ist auf jeden Fall ein richtig schickes Mount. Und gefällt mir auch richtig gut. Also so als Bodenreittier ist eins meiner wirklich Favorite Mounts. Ja, soweit dazu. Da bin ich gerade noch am Legen. Genau, das eine hatte ich euch gesagt. Mit den RBGs. Wobei das teilweise immer ein bisschen rumbuggt. Also bei dem RBG-Ding würde ich halt auch immer ein bisschen schauen, wie viele Kills ihr wirklich habt. Dann vielleicht auch mal ein Gamma schon, weil ich weiß, dieses Addon, nicht Addon, dieses Achievement buggt übelst rum. Ich habe dann, wie gesagt, seht, ich habe hier die 150 zu 2011 gemacht und dann das hier erst 2014 kriegt. Ich habe wirklich damals viel RBG gespielt. Man, das ging bei mir immer weiter hoch und ihr könnt auch dann in dem Schlachtfeld-Ding auch immer gucken, wie viel ihr wirklich habt. Also wie viel wirklich Sieger. Teilweise geht die Siege halt extrem auseinander oder auch im Forum das ein bisschen anzuschauen. Wobei diesmal, also für das diesmalige das Token, habe ich halt Arena gespielt, weil die 100 Wins in der Arena gehen eigentlich schneller als die 40 RBGs, weil so ein 3 gegen 3, das kann halt mal auch in 5 Minuten vorbei sein. Und so ein RBG, das geht dann halt auch mal x Minuten, also sprich, ist dann schon relativ lang, was ihr da an Zeit habt, keine Ahnung, kann dann mal 20, 25, 30 Minuten dauern. Und dann, wenn ihr dann verliert, habt ihr halt wesentlich mehr verloren, als wenn ihr in ein paar Minuten einen Arena-Kampf verliert und dann nochmal anmelden und gewinnt. Also sprich, da im Verhältnis, wenn ihr es nur schnell haben wollt, spielt lieber Arena, als dass ihr RBG macht, da dauert es nämlich wesentlich länger. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende von dem Video. Wie gesagt, ich verlinke euch nochmal dieses andere Video, wo ich dann zwei gekriegt habe mit zwei Accounts. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.